Auf Streife. Schichtwechsel auf der Wache in Köln-Mülheim. Chef Klaus Wiebel hat gerade seinen Dienst angetreten und schon wird er gebraucht. Mal Chef, machst du einmal RTW klar? Was hat man kann man. Okay. Thomas, einmal RTW hier zur Wache, sofort. Die junge Dame ist uns auf dem Parkplatz aufgefallen. Wie heißt du denn? RTW Roll. Danke. Darf ich dir mal geben? Ja. Gehst du einen Schluck Wasser mal holen? Ja. Sollen wir ins Büro gehen oder sollen wir erstmal hier sitzen bleiben? Ja, warten mal. Der RTW kommt. Was ist passiert? Wie heißen Sie? Erzählen Sie uns mal was. Sind Sie überfallen worden? Was ist passiert? Keine Ahnung. Wie kommt die Verletzung zustande? Wissen Sie das? Ich darf hier mal reingucken. Ja? Vielleicht finden wir da was. Weiß der wenigstens deinen Namen? Gar nicht. Ganz langsam. Jetzt guck da mal drauf. Was war noch dabei? Ist nicht sehr viel Aussagekräftiges. Also, ich schreib mal kurz auf. Paul, ja. Guckst du mal hier, ich schreibe mal kurz auf. Sie bleiben jetzt mal ganz ruhig sitzen. Ja? Es kommt jetzt gleich ein Krankenwagen. Der kümmert sich um Sie und dann schauen wir mal weiter. Ja? Ist Ihnen schwindelig? Geht's noch? Mhm. Einigermaßen? Haben Sie das Gefühl, dass es besser wird? Ja? Geht langsam, ja. Sie haben keine Papiere dabei, ne? Gut, da ist auch nichts bei. Sag Sie das Hotel Flammenkreuz, okay. Hotel Üngerwas? Ich hab keine Ahnung. Ja, das könnte aber ein Hinweis sein, ne? Wenn Sie das schon in Ihrer Tasche mit sich rumschleppen. Kommen Sie aus Köln? Ich weiß, keine Ahnung. Ja, ich glaube, wir haben keine vermisste Person im Moment gemeldet. Gemäß Ihrem Aussehen, aber so wie sie aussieht. Ja. Party kann gar nichts sagen, ne? Aber getrunken hat sie nicht, ne? Nee, also riecht weder eine Alkohol oder sonst irgendwas. Also, Tabletten eventuell. Ich mal ein Foto von ihr machen, fahren wir rein. Ja, mach mal. Genau. Nächste Maßnahme, ihr fahrt da mal hin. Und so, schauen Sie einmal hier in die Kamera gerade. Fenster. So, okay. So, die Kollegen fahren da jetzt mal hin und gucken sich das an. Und sie bleiben hier ganz ruhig sitzen. Es kommt gleich der Rettungswagen. Ich nehme Weber, die Mischaffen kümmern sich. Ja? Hier, wir fahren aber dahin, ne? Packt das mal ein und haltet mich auf dem Laufenden. Ja, ja. Wir geben die junge Dame in deine väterlichen, in deine väterliche Obhut. Klaus Wiebel beruhigt die aufgewühlte Frau. Derweil mutmaßen seine Kollegen, was ihr zugestoßen sein könnte. Ja, da bin ich mal sehr gespannt jetzt, was uns da erwartet in diesem. Ja, ob die die erkennen, das ist immer das, ne? Aber die war ja ziemlich fertig, ne? Also ja, die wird Krankenhaus, ne? Ich hatte immer den Verdacht, so ein bisschen K.O.-Tropfen oder sowas, ne? Aber wenn sie sagt, sie kann sich gar nichts erinnern. Ja, das wäre aber natürlich auch eine Erklärung dafür. Ja, ne? Ja. Das ist auch das Erste, was ich gedacht habe. Mal gucken, hoffentlich kriegen wir auch eine Information hier im Hotel. Nicht, dass die so abgegast sind und ich wollte gerade sagen, wenn du kriegst hier gar nichts, ey. Die Beamten hoffen auch, in dem Hotel die Identität der jungen Frau ermitteln zu können. Doch zunächst werden sie zeugen, wie der Rezeptionist eine klare Ansage bekommt. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin zufrieden. Die Polizei Köln. Wir wollen Sie nicht unterbrechen, um Gottes Willen. Okay, meine Herren. Sind Sie der Chef hier? Oder? Einen Moment, was kann ich für Sie tun? Deswegen also bin ich ja hier. Ich bin der Herr Daniel Reibach, der Geschäftsführer und auch der Besitzer. Schön, Hotel. Herr Reibach. Wir haben ein kurzes Anliegen. Geht darum, wir haben vermutlich einen Gast von Ihnen bei unserer Dienststelle angetroffen. Die junge Dame ist schwer geschädigt eingetroffen. Wir haben leider keine Personaldaten von ihr aufnehmen können. Großes Problem für uns, wir können nicht weiter ermitteln. Die Dame hat eine Platzwunde am Kopf gehabt und gab an, hier bei Ihnen im Hotel, beziehungsweise hatte eine Karte dabei. Ich würde gerne einmal wissen, ob die bei Ihnen eingecheckt hat. Ja, aber Sie wissen doch auch, meine Herren, auch unser Unternehmen muss die Datenschutzrichtlinien befolgen. Das ist vollkommen richtig. Im Falle des Strafverfahrens bzw. der Ermittlungsarbeit sind Sie aber angehalten, Daten rauszugeben, sofern es um Leib und Leben geht. Und dabei sind wir gerade. Gut, dann würde ich Ihre Ermittlung auch nicht stören. Das finde ich nett. Schauen Sie bitte einmal, ob Sie die junge Dame kennen, beziehungsweise ob die Ihrem Personal bekannt sein könnte. Wie gesagt, wir haben keine. Also, ich persönlich kenne sie nicht. Ich bin mit der Geschäftsführung gut zu tun. Und es tut mir leid, aber mein Rezeptionist, der Fransen, der kann mit Sicherheit weiterhelfen. Dann würde ich Sie einmal bitten, schauen Sie einmal, ob Sie die junge Dame vielleicht kennen. Okay. Ja, kommt mir bekannt vor. Ja, also ist bei Ihnen im Hause. Ich guck mal eben nach. Das wäre super. Können Sie einmal nachschauen. Ich habe hier stehen, Frau Nuri Kleist, Zimmer 101. 101 ist ein Doppelzimmer. Da bin ich mir sicher. Hat die denn alleine eingecheckt, wissen Sie das? Ich
jetzt nur Sie gesehen oder so. Okay. Okay, haben Sie mal den Zimmerschlüssel von dem Zimmer? Dann können wir da ich habe den Generalschlüssel, aber ein guter Rezeptionist, Herr Fransen, der weiß, wer hier ein- und ausgeht. Ja. Das ist alles sehr überschaubar. Schon klar, ja. Okay, so wenig geht da, wir müssen auf jeden Fall einmal eine Ausweis in Einsicht machen. Sie hat keine Personalien bei sich am Körper gehabt. Das heißt, wir würden da einmal gerne im Zimmer nachschauen. Meine Herren, ja, wir folgen Sie vor. Das ist nett, danke. Möglicherweise ist die junge Frau nicht alleine in dem Doppelzimmer abgestiegen. Bei der Suche nach Indizien agieren die Polizisten dort deshalb äußerst vorsichtig. Ja, ja. Okay, safe. Sieht auf jeden Fall benutzt aus. Ja. Ich habe hier Musical-Karten. Miss Saigon. Oberrang. Amerika, nein, nein, nein. Doch! Ich krieg's zwar nicht an, aber ist ein Bildschirmschoner drauf. Das ist sie doch. Ist die Frage, ob das von ihr das Handy ist oder von ihm? Erstmal vergleichen, erstmal vergleichen, erstmal vergleichen. An der Seite drücken. Wo habe ich sie denn hier? Warte mal. Ne? Mach nochmal an. Wie heißt das immer? Ja. Das ist die. Ja. Ich meine, da sieht sie besser drauf aus, aber. Pass auf, ich mache folgendes. Ja, fotografieren. Keine Info. Mach nochmal drauf. Ja. Schick doch mal rüber. Auf der Wache kommt die junge Frau mit Gedächtnisverlust langsam wieder zu sich. Während sie von den Sanitätern erst versorgt wird, bekommt Klaus Wiebel das Foto ihres mutmaßlichen Begleiters zugeschickt. Kann ich die junge Frau ganz kurz was fragen? Kurz. Schauen Sie sich mal das Foto an. Was sagt Ihnen das? Sagt Ihnen das etwas? Erkennen Sie da jemanden? Das ist Clemens, mein Freund. Er ist tot. Er ist tot. Entschuldigung, wie kommen Sie da raus? Ja, jetzt können wir es mal abbrechen an der Stelle. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus, ja? Kommen Sie mit. Ihr fahrt wohin? Klinik am Südring. Alles klar. Ich schick da ein Fahrzeug hin. Ja. Die kümmern sich. Klaus Wiebel koordiniert den Einsatz von der Wache aus. Derweil finden seine Kollegen in dem Hotelzimmer den Ausweis der Frau. Über Funk überprüfen sie ihre Personalien. Ja, das habe ich soweit mit. Werde die Person überprüfen. Die wurde allerdings gerade von den Sanitätern abtransportiert. Die befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus. Ja, okay, gut. Ja, verstanden. Dann müssen wir dann im Krankenhaus prüfen. Ja, pass auf, dann lassen wir alles so. Dann muss ja der Typ irgendwo noch eine Karte haben. Der muss ja irgendwie hier reinkommen. Ich würde sagen, dann hat sich das erstmal erledigt. Also wir haben Gott sei Dank hier erstmal keinen gefunden. Aber hier, guck mal, Karte hier steckt, ne? Siehst du das? Die Zimmerkarte ist ja drin, da ist ja viel Licht hier. Ne? Wenn ich das rausziehe, zieh mal raus. Wird hier dunkel, ne? Pass auf, die nehmen wir mit. Der hört dich, komm, Arnold. Ja, habe gesagt, Nuri Kleist überprüft alle Angaben soweit korrekt. Ich glaube, wir haben einen Namen zu unserer Person. Dankeschön. Ja, verdammt. Wir werden ja die junge Dame im Krankenhaus dementsprechend noch mal befragen zum Sachverhalt. Hier werden wir die Zimmernummer. Ganz kurz, ist es ein sehr gefährliches, lebensbedrohliches Zustand? Ja, also so wie bei uns. Können wir jetzt noch nicht sagen. Also zumindest so weit, dass es ins Krankenhaus gekommen ist. Ne? Also wir gehen mal runter. Platz von ein paar Fragen. Karte nehmen wir an uns, die bringe ich dann der Frau Kleist im Krankenhaus, gebe ich ihr die zurück. Dann kann sie wenigstens auf das Zimmer, wenn sie entlassen wird. Die Beamten wollen umgehend klären, ob der Freund der jungen Frau tatsächlich tot ist. Sie erhoffen sich vom Rezeptionisten nähere Hinweise auf den Mann. Schau mal ein Bild. Ich will ihn auch mal ansprechen, ob er das vielleicht weiß. Genau. Wenn Sie einmal kurz zögern könnten. Wir haben eben ein Foto einsehen dürfen von Ihrem Gast. Ja. Da war eine zweite Person dabei. Kommt mir irgendwie bekannt vor? Oder? Ich kenne die nicht. Also. Gucken Sie sich das mal an, wenn ich ihn hat. Ja, ich kenne die Person nicht. Sagt Ihnen nichts. War nicht mit hier oder was? Nee, hab ich nicht gesehen. Wo war denn mit dem Herrn? Wo ist er denn jetzt weiter? Plötzlich. Ja. Hallo? Was ist mit ihm? Der schläft gerade. Der schläft? Mhm. Warum schläft er? Wo fahren Sie denn jetzt hin? Darf ich mal kurz gucken? Hallo? Dann nochmal das Foto an. Darf ich mal die Brille? Hallo? Hallo? Nee, den kennen Sie nicht. Hallo? Was ist mit ihm? So, was machen Sie mit ihm? Wo haben Sie ihn gefunden? Ja, wo ist der her? Der ist aus dem Zimmer. Marc Erziel! Ja,
da gab es ein kleines Problem, also... Haben die zu viel getrunken, oder was? Nee, also es ist einfach eine längere Geschichte. Ja, hören Sie mal, ich habe Sie gerade angesprochen, wo der junge Mann ist. Jetzt wird der junge Mann... Das ist unangenehm gerade. Ja, mir ist das gleich auch richtig unangenehm. Das hat auch einen Grund. Was machen Sie für Dinger? Ja, es liegt daran, dass wir... Alles gut. Mit dem Reinigungsmann, Wäschermann, Zigaretten schmuggeln. Ne? Sie schmuggeln Zigaretten? Ja. Und was schieben Sie ihn hier durch die Gegend? Verstehe ich. Ja, das Problem ist, er hat es halt mitbekommen. Ne? Also der Eddie hat ihn halt bewusstlos geschlagen. Ich höre kein Wort, ja? Nicht verstanden. Wer ist Eddie? Ja, derjenige, der die Reinigung der Wäsche macht. Und ja, der ist halt ausgerastet, wollen. Genau, und der... Wie, und die Wäsche hier, das ist der Wagen, der draußen steht, oder was? Dieser, bleib sitzen, genau. Bleib sitzen. Auf jeden Fall, der passiert. Hat ihn dann ohnmächtig geschlagen. Ganz in Ruhe. Also der Krankenwagen kommt, ja. Okay, setz dich mal dahin, was ist los? Das ist alles außer Kontrolle geraten. Ist das ein böses Spiel, was du hier zeigst? Ja, Reinhard, gehen Sie mal gerade ein Stück zurück. Gehen Sie mal an die Rezeption mit dran, dass wir hier einmal aus den Füßen raus sind. Ganz ruhig. Zum also Musical mit meiner Freundin und... Ja, man steckt da so drin, da... Oh, habe ich die Karten im Zimmer vergessen und mich auch rausgesperrt. Dann ja, die Karte haben wir. Den Mark gesucht an der Rezeption. Und ja. Wo wollen Sie jetzt mit ihm hin? Dann habe ich ihn nicht gefunden. Dann habe ich ihn irgendwo gesehen und dann haben sie irgendwas übergeben und ganz viele Zigaretten. Also geht um Zigaretten oder was? Geht um Zigaretten. Ich glaube schon. Und dann haben sie eine über den Schädel gekriegt oder was? Der Komplize des Rezeptionisten ist noch flüchtig. Als die Beamten jedoch nach draußen kommen, macht Paul Richter eine entscheidende Entdeckung. Ja, er sagte gerade, dass er mit dem Typen von der Wäscherei. Guten Tag! Tag auch! Ist das Ihr Wagen? Ja. Einmal ans Fahrzeug drehen. Drehen Sie aber um. Warte, was hab ich gemacht? Das ist der arme Spreizen. Ganz ruhig. Hier. Nimm mal, guck mal, ne? So, ich durchsuche jetzt mal kurz. Haben Sie irgendwelche Waffen oder scharfen Gegenstände, Mann? Nein. Der mutmaßliche Täter streitet ab, den Mann niedergeschlagen zu haben. Auch leugnet er den Zigarettenschmuggel. Um ihm den nachzuweisen, durchsucht Michael Weber den Lieferwagen. So, vorläufig festgenommen. Körperverletzungsdelikt, ja. Schmuggel, wir brauchen noch ein zweites Einsatzmittel. Noch andere Hand drüber. Die Frau Kleis wird aufgrund ihrer spontanen Amnesie erstmal im Krankenhaus untersucht werden. Wir können bis jetzt noch nicht sagen, woher dieser Gedächtnisschwund kommt. Vermutlich, so wie ich das jetzt gehört habe, liegt es wohl am Sturz. Sie muss wohl irgendwie gefallen sein. Auf der anderen Seite haben wir die zwei Beschuldigten, die wir angetroffen haben. Die werden von uns mit getrennten Fahrzeugen auf die Dienststelle verbracht. Das Fahrzeug dieser Wäscherei wird durch die Polizei sichergestellt und später dem Zoll zugeführt. Hier wurden Zigaretten, zumindest im großen Stil, davon gehen wir aus, versucht zu schmuggeln. Das obliegt letzten Endes den Zollbehörden, hier zu schauen, wo diese Zigaretten herkommen, beziehungsweise in welchem Betrag wir uns verhalten, beziehungsweise wo wir uns befinden. Die Täter werden wegen Hehlerei und Körperverletzung angezeigt. Die junge Frau erlitt ihre Amnesie, als sie unter Schock stürzte, nachdem sie sah, wie die Täter ihren Freund bewusstlos wegschleiften.